wirklich beeindruckend hier zu sehen, was alles mit Kreativität möglich ist. Und heute eröffnen wir den Art Boulevard und dann sehen wir auch, was mit eurer Kreativität möglich ist. Das ist was ganz Besonderes, denn für uns als Europapark und als Familienunternehmen ist Kreativität natürlich eine der allerwichtigsten Dinge. Ja, wir sind seit so vielen Jahren kreativ, die tollsten Attraktionen und Achterbahnen zu bauen. Da fallen uns ganz, ganz, ganz verrückte Sachen ein. Wie Bluefire zum Beispiel. Dann, wenn wir den Europapark gestalten, wenn ihr durch den Park lauft und ihr seht die verschiedenen Länder, Frankreich, Schweiz, Spanien, die ganze Thematisierung, das hat auch viel mit Kreativität zu tun. Da ist die Dekoration ganz entscheidend, da sind die Materialien ganz entscheidend, da sind die Ideen, wie man das so richtig schön zum Leben erweckt, ganz entscheidend. Viel Spaß bei Bluefire. Und ein anderer Teil von Kreativität, der zeigt sich auch in den ganzen Werbeschildern, die wir haben und die wir hier im Park sehen, wie zum Beispiel hier über dem Eingang. Oder wenn ihr im Internet unterwegs seid, auf den Social-Media-Kanälen. Kreativität für den Europapark zeigt sich in so vielen Bereichen. Und weil das so ist, hat das Kreativteam bei uns aus dem Park, der Jan, die Melanie, die Jenny, die Jessica, die haben gedacht, Mensch, wir sind kreativ die ganze Zeit im Park, für Attraktionen, für Werbung, auf Social Media, überall machen wir tolle, verrückte Ideen sichtbar. Warum lassen wir nicht mal euch, die Fans, die Gäste, das auch mal machen? Und dann haben die gesagt, wir schreiben mal so einen Wettbewerb aus und sagen, Mensch, jetzt lassen wir doch mal unsere Fans, die uns so gut kennen und den Europapark lieben, selber mal kreativ sein und einsenden, was ihnen dazu so einfällt. Und Wolf, du hast es gerade schon gesagt, es sind so schöne, viele Sachen von euch eingesendet worden. Das hat uns wirklich überwältigt und die stellen wir heute aus. Nicht nur das, sodass alle die bewundern können, sondern wir prämieren auch die 5 Gewinner. Da haben wir uns echt schwer mitgetan, stellen 100 insgesamt aus. Das heißt, wenn ihr heute mal durchschlendert oder die nächsten Tage, könnt ihr die alle bewundern hier hinter uns. Aber ich würde sagen, als allererstes und als allernächstes gehen wir mal an die Prämierung. Und da haben wir was geplant. Was haben wir geplant, Wolf? Ja, wir haben geplant, ihr seid doch alle da? Sind alle da? Ja, sind alle da. Ich höre nicken, also ihr seid da, die nicken. Das ist gut. Wir werden die natürlich hier vorne auf die Bühne bitten. Und da möchte ich auch noch eine Kleinigkeit sagen. Das ist hier die Bühne, auf der findet gleich die Ehrung statt. Und wenn man jetzt sich hier dieses Bild anguckt mit der Euromaus, mit Ed und Edna und dem Snorri, dann fällt auf, das ist aus vielen kleinen Bildern zusammengesetzt. Und diese kleinen Bilder, das sind alles Bilder von Europapark-Fans. Und ohne die Europapark-Fans ist der Europapark natürlich auch nichts. Wir sind, der Europapark ist die Europapark-Fans. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle auch schon mal ganz großes Dankeschön sagen an die Europapark-Fan-Organisation EP Fans Info und epboards.de. Wo sind sie? Hier vorne. Hier vorne! Ja, und die können dich ganz schön was empfehlen, genau. So, dann müssen wir natürlich auch noch dazu sagen, dass alle, die hier ausgestellt werden, haben 4 Eintrittskarten bekommen, damit auch Freunde von denen diese wunderbaren Ausführungsstücke hier vom Europapark im Europapark bewundern können.